Moin Moin, willkommen bei Sims und Tino. Ja, und willkommen zur finalen Folge von Modern Nordic Family. Und deswegen habe ich heute sogar Facecam an, weil es einfach das Finale ist und das für mich ganz besonders ist. Und ich muss jetzt erstmal die Kommentare öffnen, weil ich das Ganze ganz vergessen habe irgendwie. Aber ich mich erinnern kann, dass es einen Kommentar gab. So. Ich glaube noch nicht wohl, genau. Es gab sogar zwei Kommentare. Wahrscheinlich meine Antwort. Genau. Ocean Sims hatte nämlich kommentiert: Ich würde einen Ecktisch im Kinderzimmer einbauen und es mit dem Kreativtisch verbinden, damit die Kinder in Ruhe Hausaufgaben machen können. Das Kleinkindzimmer würde ich in Richtung Flur erweitern und irgendwie vielleicht trennen, sodass der Teenager mehr Privatsphäre hat. Ja, da müssen wir mal gucken. Huch, achso, ich war noch in diesem Modus. Ja, Regenwetter, ich weiß, sehr schön, ne? Aber ich kann es nicht ändern. In Richtung Flur erweitern. Ja, das geht, das geht, das geht. Hier, was war das hier nochmal? Ein Eck. Nochmal. Ein Ecktisch im Kinderzimmer einbauen und das mit dem Kreativtisch verbinden. Überlege ich gerade, was damit gemeint ist. Ah, ich verstehe, glaube ich, ungefähr, was gemeint ist. Der Kreativtisch muss weg dann. Ja. Okay, ich baue das mal um. Ich habe, glaube ich, eine Ahnung, wie du das meintest. Und zwar, einen Ecktisch gibt es ja nicht, aber man kann einen bauen. Und zwar, für alle, die das noch nicht wussten, da brauchen wir Oberflächen, da brauchen wir Regale für. Am besten solche. Und die kann man dann nehmen, die kann man einen vergrößern. So, das ist natürlich jetzt noch kein Schreibtisch, klar. Das ist mir auch bewusst, dass es das noch kein Schreibtisch ist, aber es wird einer. Und dann nimmt man zwei von diesen Dingern, vergrößert die beide. Dann hat man hier nämlich schon mal einen Eckschreibtisch. Und dann kann man hier nochmal gucken, dass man da nochmal schiebt. Und dann hat man das hier nämlich so. Ich glaube, theoretisch könnte man hier auch nochmal einen reinmachen. Nee, kann man nicht. Nee, man kann das auch so nehmen. Und dann kann man da nämlich einen Schreibtisch drunter packen. Den verkleinern. Und genau, nee, erstmal hätte man das machen müssen. Da einen Computer draufsetzen. Und dann kann man nämlich mit der Höhe ein wenig spielen. Ja, ich weiß, es gibt auch eine andere Möglichkeit, fiel mir gerade ein. Aber die hatte ich mal gesehen. Die finde ich nicht so schlecht eigentlich. Und dann kann man damit noch ein bisschen spielen. Den kann man ruhig noch kleiner machen. Dann kann man hier schön schieben. Und dann könnten die da theoretisch eben auch ihre Hausaufgaben drauf machen. Denn das ist eine Sitzfläche. Also man kann da auch ein Dings dran machen und so. Das ist alles kein Problem. Das lässt sich alles benutzen. Können wir meinetwegen auch ausprobieren, wenn ihr das nicht glauben wollt. Und dann kann man das Ganze noch ein bisschen wegschieben. Meinetwegen auch. So. Genau, und dann können die das tatsächlich benutzen. Das fällt mir gerade ein. Ja, man hätte auch zwei Schreibtische einfach nebeneinander stellen können, aber ich finde diese Möglichkeit einfach gerade mal ein wenig schöner. Und wenn das Ganze schwebt, ja, sieht einfach schöner aus, als wenn man das irgendwie so macht. Ich weiß nicht, aber ich finde es so irgendwie ganz cool. Und das ganze Teil schwebt dann eben auch. So, Teenager- und Kleinkinderzimmer, ja. Das können wir durchaus verbinden. Deswegen lösche ich hier mal diese Dinger. Nee, Quatsch, nicht durchaus verbinden. Das hier war ja mit verbinden. Wir können hier auf jeden Fall durchaus ein bisschen schieben. Und dann, ja. Das ist wieder schwierig hier tatsächlich mit dem Bad. Dann müssten wir hier im Bad auch noch schieben. Einen beim Bad weg. Dann können wir den Korb vielleicht auch löschen. Aber der Korb kommt dahin und diese Pflanze kommt hier weg. Dann wird es hier sehr eng im Flur. Dann haben wir hier auch zu viele Lampen drin im Flur. Aber sonst geht das, ne? Ja. Weil dann haben wir hier nämlich mehr Space. Und dann müssen wir nochmal ein bisschen schieben. Vielleicht haue ich das einfach alles nochmal wieder raus. Und dann machen wir das gleich alles nochmal neu. Die Gitarren kommen auch raus. Und hier kommen jetzt ganz normale, subtile Untertassen rein. Das ist mir gerade einfacher und die nerven mich jetzt hier auch nicht. So.
Vielleicht machen wir das so einfach. Und wie wir das trennen können, ist natürlich jetzt noch die Frage. Vielleicht trennen wir das einfach so. Und dann müssen wir da irgendwie noch schieben. Das geht ja eigentlich. Dann machen wir hier irgendwie eine Tür rein. Dann kann er dadurch auch dahin. Und dann kann man hier irgendwie... Ja, doch. Das geht. Dann machen wir da noch eine Tür hin. Und dann ist das vielleicht ganz schön so. Ja, klar, das ist jetzt ein bisschen offen hier alles. Aber das kriegen wir nochmal hin. Das kriegen wir hin. Da bitte auch nochmal beleuchten. Da in der Ecke auch. Ja, vielleicht kann man das so ganz gut lösen. Dann guckt der da nicht direkt rein. Ja, ich glaube, das ist so eine relativ gute Lösung. Und der Teenager bekommt natürlich andere, wildere Farben. Was will der hier haben? Vielleicht auch so ein helles Blau einfach nur. Und hat hinten vielleicht dann sein Bett drin. Und ja. Doch, das Kleinkind braucht ja durchaus auch ein bisschen mehr Platz noch. Dann machen wir nämlich erstmal den Kleinkinderbereich und dann sind wir auch schon bald fertig. Ja. Also nicht mit dem Haus, mit dem Let's Build, weil der Garten fehlt noch. Und ich glaube, im Keller fehlt auch noch ein bisschen was, aber dann sind wir hier oben in dem Zimmer bald fertig. Ja. Wahnsinn, ne? Wie lange ich ja dieser Reihe gewerkelt habe. Mhm. Das ist wirklich schon Wahnsinn. Da bin ich im Juni, genau, im Juni mit angefangen. Und da bin ich jetzt einfach immer noch bei. Und ich muss auch meine Kopfhörer absetzen, weil das sonst irgendwie so einen komischen Klang hat. Ich sehe ja komisch aus meine Kopfhörer irgendwie. Das hat sonst so einen komischen Klang. Und ungewohnt ohne Kopfhörer fällt mir irgendwie gerade auf. Aber sonst hat es sowieso irgendwie so einen dumpfen Klang. Und deswegen habe ich mal meine Kopfhörer abgenommen. Hier kann man noch ein paar Spielsachen reinstellen. Ich bin auch mal wieder voll erkältet. Das ist das Schlimmste. Also ich voll erkältet bin, aber ja, kann man nichts machen. Ich würde auch noch mal im kleinen Kinderzimmer umfärben. Ich hatte ja nur so gefärbt wegen dem Teenager, aber ja, deswegen ist ja nur der Teenager. Vielleicht auch ein bisschen pink, ich weiß gar nicht. Ja, doch. Hier steht die Family übrigens immer noch draußen. Das ist das Kleinkind da. Die ist auch schon ein bisschen traurig wegen des Wetters. Sind alle ein bisschen genervt vom Wetter, glaube ich. Und ja. Hier, pinkes Haus. Könnte man theoretisch auch mal machen, ein pinkes Haus. Was ich vor allen Dingen jetzt hier noch machen will, ist hier noch Holz hin machen, weil das sieht hässlich aus sonst, oder nicht? Findet ihr nicht? Also ich finde es total hässlich, wenn man hier irgendwie so durchgucken kann und dann dort einfach keine schönen Wände sind. Darum färbe ich das nochmal alles ein. Und ja, dann haben wir das. Ja, so sieht das aus. Ich habe hier einfach verschiedene Dächer genommen und dann das so zusammengepuzzelt und deswegen, das ist hier drin. Und ja, ich werde übrigens nochmal was Nordisches bauen demnächst, weil das ist noch nicht so richtig nordisch. Man kann noch anders nordisch bauen, deswegen werde ich vielleicht immer nochmal was Nordisches bauen. Habe ich zumindest geplant. So, Kleinkinderzimmer, Häkchen hinter. Teenagerzimmer, Kreuzchen hinter. Da sind wir nämlich noch bei. So, dann machen wir mal weiter. Wir können mal überlegen, vielleicht malt der auch ganz gerne, der Teenager. Ist eigentlich auch ein ganz schönes Hobby, aber das könnte man besser in die Garage packen. Ja, das ist schöner für die Garage. Naja, wir haben eigentlich gesagt, der macht ja Influencer-Krams. Weil wir haben ja den YouTuber-Raum hier drin und deswegen wird der wahrscheinlich eher Influencer-Kram machen. Ja genau, hier sieht man übrigens nochmal, wie man Ecktische auch bauen kann, also einen Eckschreibtisch und ja. Aber ich habe jetzt hier diesmal eine andere Variante gemacht, weil ich die auch mal zeigen wollte. Das ist zwar nicht meine Idee, aber ja, die habe ich wo gesehen? Ich glaube, das war bei Daniel, simfans.de und ja. Da habe ich das gesehen und ich fand das eigentlich ganz schön. Habe ich mir also gemerkt, wie ihr sehen könnt und ja. Ja, wir hatten es letztens mit Gitarren hier schon. Ich finde es vielleicht ganz schön, wenn man hier tatsächlich nochmal wieder Gitarren reinstellt. Und ja, yeah, ist schwierig. Der hält sich hier wahrscheinlich weniger auf und macht dafür mehr unten in seinem YouTuber-Raum. Das hier ist wahrscheinlich sowieso sein Raum, wo er den ganzen Tag abhängt, ne? Und hier eher nur schlafen. Genau.
Ja, es wird noch große Villen geben. Ich werde ja vielleicht, ja doch, doch, ich werde bald meine Japanese Villa starten. Und mein Modern Echo, nee, mein Echo Family, auch hier in Evergreen Harbor. Das wird auch ein großes Familienhaus. Das ist der Nachfolger von dieser Reihe hier übrigens, das Echo Family. Auch hier in Evergreen Harbor. Woanders. Entschuldigung, aber ich muss da einmal gehen. Es ist noch ein bisschen früher. Also es ist früher als sonst, wo ich aufnehme. Ich nehme sehr gerne nachmittags auf. Aber es ist gerade 11.23 Uhr am Sonntag. Genau. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon immer dieses medizinische Laufband hier hatten. Aber scheinbar haben sie das jetzt hier reingepatcht, oder? Sieht so aus. Ja, okay. Gut, dann hätten wir nämlich die Räume auch fertig, weil es ist sehr schwierig, hier noch was reinzumachen. Oh, wir könnten unterm Hochbett noch was reinmachen. Klar, einen Schreibtisch noch. Ja, noch einen Schreibtisch? Ja, eigentlich wohl. Nee, eine Couch könnten wir noch reinpacken. Eine Couch ist schön. Kann man da auch solche reinmachen? Nee, kann man nicht. Okay, gut zu wissen. Aber so eine Couch ist noch ganz schön. Ja, es ist eng, aber noch ein Fernseher hier so hin in die Ecke. Wäre cool so. Dann sitzt man hier so. Ja, ja, doch, doch. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, dann haben wir oben nämlich auch finished. Unten ist auch finished. Ja, doch, doch. Unten ist finished. Nur draußen noch nicht. Der Whirlpool wurde aufgegessen. Das Spiel hatte scheinbar mal wieder sehr dollen Hunger und dachte sich, Whirlpools schmecken bestimmt lecker. Deswegen hat das Spiel das aufgefressen. Nee, Spaß, aber... Nee, wir hatten das ja anders gemacht, ne? Der Whirlpool ist da. Aber ist auch blöd. Dann haben nur die Eltern Zugriff auf den Whirlpool. Nee, nee. Genau, dann kommt hier nochmal einer hin. Ich glaube, in der letzten Folge dachte ich schon mal, warum ist der Whirlpool weg? Dann fiel mir wieder ein, dass der da oben ist. Ja, ja, aber ich glaube, ich möchte hier nochmal einen einzelnen haben. Für alle. Ja, doch, doch. Das ist schöner, wenn wir hier nochmal einen extra haben für alle. Und Pflanzen. Ich wollte nochmal nach Pflanzen schauen. Hier gibt es ja auch so ein paar Außenpflanzen, die man hier so hinstellen kann. Deswegen würde ich das ganz gerne mal machen hier. Ein paar hinstellen einfach. Ja, vielleicht hat ja jemand einen grünen Daumen in der Family. Hier haben wir auch noch was, was man hier noch hinstellen kann. Hier haben wir noch was für Tiere. Das lösche ich mal. Dieses Yoga-Dings fand ich ganz schön. Passt hier aber auch nicht so gut hin. Und was machen wir hier hinten hin? Hier ist zwar noch eine Schaukel. Kann auch bleiben. Genau. Da würde ich hier einfach mal diese Schaukel lassen. Und das aber hier auch relativ offen lassen. Hier würde ich eher nichts mehr hinmachen. Und hier können wir dann nochmal gucken. Da ist dann auch noch der Pool. Der ist auch sehr schön noch. Hier hinten haben wir einen Grill. Vielleicht können wir das hier auch nochmal... Warum kann man das da nicht machen? Ach so, weiß schon warum. Ja, okay. Dann müssen wir das doch anders machen. Dann sprühen wir hier den Boden. Ja, leider kann man hier nur sprühen. Macht nichts. Welchen Boden nehmen wir denn dann hier? Der ist ganz schön, glaube ich. Oder wir nehmen den hier, der ist ein bisschen älter. Der ist auch cool eigentlich. Was damit? Nee, nee, soll schon ein bisschen härter sein. Oder wir nehmen einfach den hier. Ja, ist halt alles nicht so modern. Oder einfach wirklich hier so Beton. Ja, ja, dann nehmen wir hier einfach Beton, glaube ich. Hm. Ja, ist ja ein modernes Haus. Vielleicht haben die hier Beton. Und haben doch nicht so einen grünen Daumen. Und deswegen haben sie hier ein bisschen Beton. Aber dann hier nicht. Hier ist dann so ein bisschen Gartenfläche, Grünfläche. Und ja, ja, hier haben die dann... Genau, genau, genau. Hier haben die dann hier so ein paar Pflanzen. Und damit haben die das hier auch so ein bisschen abgegrenzt. Und hier ist dann so die Ecke, wo die ihren grünen Daumen ausleben. So nach dem Motto... Hier ist Pflanzen, da ist Beton. Das ist auch ganz schön, wenn man das mal macht. So. Ja, hätte man auch im Industrial Starter machen können. Habe ich auch schon die Folge aufgenommen. Habe ich ein bisschen übertrieben mit Beton. Werdet ihr dann ja auch bald sehen können. Ja, aber ich bin happy mit dem Industrial Starter. Ist ein schönes Starterhaus geworden, an dem ich 3 Folgen lang saß. Darf man nicht unterschätzen. 3 Folgen an einem Starterhaus. Naja, saß ich schon öfter, aber...
Da gingen meine Folgen auch nur 30 Minuten. Gut, vielleicht gingen die da auch nur 30 Minuten. Ja gut, das kann man nicht so sagen. Naja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mein Industrial Starter zu bauen. War eine sehr schöne Reihe. Mhm. Hat sehr viel Spaß gemacht. Da müssen wir noch ein bisschen ziehen, damit das da nicht reinguckt. Ja. Gut. Finale. Wir haben noch kein Auto. Ich möchte aber, glaube ich, noch ein Auto haben. Das heißt, wir gehen nochmal in den Debug. Und... Nee, Quatsch. bb.show hidden objects und bb.show live edit objects. Genau. Das beides. Und dann machen wir hier einmal Enter. Nicht Enter, Leertaste und Enter. Und dann kann man hier weiter nach unten und dann kommt hier nämlich auch... Ja, jetzt sind wir im Debug. Ne, genau. Yes, das ist der Debug. Das scrollen wir mal ganz nach oben und schauen mal durch. Genau, gucken wir mal. Ja, weiter nach oben. Hier sind wir noch nicht richtig. Ich möchte nämlich nochmal genau durchgucken, ob wir noch Debug-Sachen finden, die ich noch einpacken will. Also mitnehmen will. Plants Alliance brauchen wir soweit keine mehr. Fernbedienung heißt das ganze Teil. Haben wir schon. Okay. Noch ein Bäumelein. Ja, doch, doch. Baum ist ganz schön. Hier so zwei Straßenlaternen hin. Finde ich auch ganz schön noch. Kann man noch machen. Ja, es geht jetzt nicht darum, hier irgendwie auf Krampf was rauszuplatzieren. Aber wenn ich Sachen sehe, die sinnvoll sind, wie zum Beispiel die Laternen, dann platziere ich die. Genau. Ja, das ist zu klein, ne? Platziere ich mal raus, aber vielleicht finden wir noch schönere. Wenn wir kein größeres, besseres Auto finden, dann müssen wir damit wohl, ja, wie sagt man, Vorlieb nehmen? Nee. Doch, Vorlieb nehmen. Genau. Dann müssen wir vielleicht mit diesem Auto leben. Ganz einfach. Hier gibt es auch solche Dinger, solche Strohballen. Kann man auch mal für eine Landhaus-Leben-Let's-Build-Reihe benutzen. Ist schon mal größer, gar nicht so schlecht deshalb, aber ist noch nicht das, wonach ich gesucht habe. Ich suche was anderes zurzeit noch. Was ist das? Okay. Ein Leuchtturm oder so. Mhm. Kaffee brauchen wir nicht. Ist schön, ist aber nicht groß. Ja, das sind nochmal solche wieder. Passt auch nicht viel, ne? Wir haben keine schicken Autos an Sims. Also schick wohl, aber nicht so family-friendly. Die sind alle nicht family-friendly. Nee, nee. Kein einziges. Das vielleicht noch. Das können wir mal rausplatzieren noch. In Zeit für Freunde gibt es auch noch Autos. Vielleicht sind da noch bessere bei. Weil die hier sind echt alle nicht family-friendly. Ach, da sind die Tasten. Die habe ich gesucht letztens. Als ich aufgenommen habe, eine neue Let's Build 3. Ach Quatsch, keine neue. Werdet ihr ja bald sehen. Genau. So. Da. Während ich suche, ja, bewege ich mich gerne mal so ein bisschen rum. So. Ja, wo bleiben denn die Autos aus Zeit für Freunde? Jetzt nähern wir uns schon mal hier Zeit für Freunde. Ich glaube, so hier in diesem Abteil müssten gleich die Autos auftauchen. Die meine ich. Yes, solche. Genau, die sind besser. Ne, seht ihr das? Die passen einfach besser. Hey. Cool. Doch, doch. Dann nehmen wir die. Das weiße Auto hier. Vielleicht haben wir aber auch zwei. Nochmal zurückgehen wieder. Habe ich gerade nachgedacht. Vielleicht haben die zwei Autos auch eben. Und dann noch so eins, aber ein orangenes. Na, jetzt. Und zwei, doch, doch, die haben Geld. Die haben einmal das Arbeitsauto, womit jemand zur Arbeit fährt. Und einmal dann hier eben auch das Family-Ausflugauto. Genau. Ja, ja, das ist perfekt so. Mhm, auf jeden Fall. Ja, gucken wir nochmal durch. Keller haben wir noch nicht gecheckt. Ja, wir gucken erstmal hier. Passt. Passt. Passt und passt. Sieht schick aus, können wir so lassen. Ist auch schön geworden, kann man auch so lassen. Hier, wie sieht es hier aus? Passt auch, würde ich sagen.
Wohnzimmer. Passt. Das passt alles. Passt, würde ich mal sagen. Passt. Abgenommen, abgenommen. Passt und passt. Hier, Flur passt. Sauna passt. Toiletten passen. Sportraum passt. Hier passt, passt. Passt. Wir sind fertig, Leute. Mhm. Ich glaube echt, wir sind fertig so langsam. Dann gucken wir uns das jetzt, glaube ich, nochmal alles final an. Würde ich sagen, wir fliegen da jetzt einmal noch durch, wenn ihr euch das angucken wollt. Und ja, fangen wir hier mal an. Hier ist die Garage. Da haben wir verschiedene Kramsachen drin, wie man hier sieht. Alles Mögliche an Aktivitäten und vor allen Dingen auch Fähigkeiten. Hier haben wir die Eingangstür drin mit so einem Fußabtreter-Matte-Dings. Hier ist der Eingang. Wir haben sehr viel Blau verwendet. Blau war für Möbel und so. Haben wir Farben definiert mit viel Krams, damit man direkt Family Life hier sehen kann. Auch so ein bisschen Tierkrams haben wir verwendet zum Teil. Auch ein Kalender. Hier ist die Küche. Eine moderne Küche mit so einem etwas schöneren Kühlschrank. Also etwas schön meine ich mit etwas älter, weil ich mag gerne Älteres. Und dann haben wir hier eben noch diese Theken, wo man sitzen kann. Rot ist alles, wo man darauf sitzen kann. Dann haben wir hier nämlich so diese Sitzecke. Hier haben wir viel Krams, da saß ich auch länger dran. Da haben wir noch so ein blau-türkises Teil. Hier sieht man auch wieder dieses Farbschema. Hier kann man gemütlich auf dem Sessel sitzen. Hier haben wir ein Sofa, ausnahmsweise mal nicht modular. So sieht das hier aus. Hier haben wir einen YouTuber-Raum, da saß ich 3 Folgen dran. Hier haben wir eben so ein Sofa, da nimmt man auf. Und hier haben wir noch Deko, die lädt sich nur dann nicht. Und ja, weil es ein anderer Raum ist, aber so sieht das dann hier noch aus mit Deko. Und hier ist dann noch die Zockerhöhle, wo man auch mal aufnehmen kann mit 3 Bildschirmen und so. Genau, so sieht das hier aus. Dann geht's weiter, würde ich sagen. Wir gehen mal hier rein. Dort ist nämlich, wartet ab. Hier ist ein Hauswirtschaftsraum mit verschiedenen Einrichtungsgegenständen, ja. Dann gehen wir hier nochmal hin, denn hier haben wir ein Toilette und ein Waschbecken. Und hier haben wir eine Badewanne, ja, schön. Hier mit diesen Rosen und so, ganz schön gemacht. Dann gehen wir nach oben. Hier geht es als erstes los, hier ist dann das Kinderzimmer, Kleinkinderzimmer und Teenagerzimmer. Dann geht's weiter. Wir haben hier das Badezimmer. Das haben wir so gebaut. Da müssen wir nochmal uns drum kümmern, sehe ich gerade. Und dann haben wir dort eben diesen Spiegel und hier kann man baden. Weiter geht's hier rein. Hier ist das Elternschlafzimmer in Rot und so und hier auch so ein bisschen Skikram. Ganz schön gemacht. Und hier auch ein Schleiderschrank, vor allem ein Kleiderschrank. Und dann kann man hier auch noch in den Whirlpool steigen. Ist bestimmt gemütlich. Weiter geht's ins Kinderzimmer. Das sieht so aus für einen Jungen und ein Mädchen. Ist ganz schön von dem Bett her. Hier 2 Schulranzen. Und hier eben der neue Eckschreibtisch und eine Pfadfindertafel. Plus ein kleines WC noch drin. Das war's hier oben. Dann geht's wieder nach unten. Ganz nach unten in den Keller. Den habt ihr jetzt auch schon gesehen, macht aber nichts. Hier unten erstmal haben wir eine Party-Lounge. Sieht man hier, hier kann man auch abhängen und so. Schön bunt. Ganz schön, denke ich mal. Und dann hier. Hier ist so Eingang. Hier kann man dann sich ausziehen. Hier duscht man dann. Mit mehreren Duschen auch. Und kann dann hier entweder trainieren, hier trainieren. Oder hier trainieren oder da auch ein bisschen drauf kloppen. Genau. Weiter geht's hier. Hier kann man dann auf Toilette gehen, Hände waschen und so. Ne? Und dann hier, ist ein bisschen kaputt schon, ist der Keller. Hier kann man in eine schöne Sauna aus Stein. Schön mit diesen Kerzen als Eingang. Ja, weiter geht's. Wieder nach oben. Wir gehen nämlich nach draußen, denn das Haus bietet eben noch mehr. Hier kann man draußen gemütlich sitzen und an einer Bar auch sitzen.
Und man kann hier in den Pool springen, wenn man möchte. Zudem kann man hier auch gemütlich langlaufen und dann hier gemeinsam als Family grillen. Genau, das ist das Haus, mein Modern Nordic Family, so sieht es aus. So ist es fertig, ihr könnt es runterladen auf meiner Website simsantino.de, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und das ist es. Huch, ich speichere es jetzt ab. Ja, ich speichere es ab, ne? Wir wollten noch die eine Sache im Bad ändern. Weg damit und dann ist es finally. Modern Nordic Family. Ich beschrifte es mit euch gemeinsam. Und jetzt schreibe ich mal auf. Das von Hashtag SimSantino erbaute moderne nordische Familienhaus ist nun endlich fertig. Punkt. Im Juni gestartet und im Oktober vollendet. Vollendet. Viel Spaß. Huch, viel Spaß beim Spielen. Ausrufezeichen. Betten haben wir, glaube ich, 1, 2, 3, 4 Schlafzimmer, 3 WCs. Überschreiben. Und das ist es. Mein Modern Nordic Family. Ich bedanke mich. Ja, ich bedanke mich, wenn ihr mich seht. Dafür, dass ihr so fleißig geschaut habt und so viel Spaß hattet bei dieser Reihe. Hoffentlich hattet ihr Spaß. Und ich würde mich freuen, wenn ihr am Montag wieder dabei seid bei dem Nachfolger von diesem Haus. Und natürlich auch bei meinen anderen Let's Build rein und auch bei meinem Let's Play. Das sind die meisten ja sowieso schon. Und dann würde ich sagen, das war's. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe das Modern Nordic Family fertig gebaut.